Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Technikausgabe. Wieder mal was aus dem Computerbereich. Heute ein kleiner Kauf-Quick-Tipp für diesen Kingston 16 GB Data Traveler SE9 USB-Stick. Er ist zwar von der Spezifikation her bloß USB 2, aber es ist ein ganz interessantes Modell, wenn man jetzt nicht gerade immer die wahnsinnigen Datenmengen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit übertragen will, sondern einfach mal ein paar Bilder oder Videos von A nach B. Ne? Ich muss immer einen Haufen Videodateien von einem Rechner als mal auf den anderen schaufeln oder sie mir nachher fertig am Fernseher anschauen. Dann kopiere ich mir die auf den Stick und stecke den Fernseher und da ist das Ding eigentlich richtig praktisch. Weil das ist ein richtig schnuckliger kleiner Stick, der DTSE9. Hier gibt es natürlich auch noch mit 32 GB und 64. Das Interessante an dem 16er finde ich, ja, der Preis mit 16 GB, da kriegst du schon mal ordentlich viel drauf und fertig geschnittene Filme sind selten so groß, dass man sie hier nicht drauf kopieren könnte, um sie am Fernseher zu schauen. Und dieses Teil kostet gerade 7,25 €. Hier haben wir mal noch einen im ausgepackten Zustand. Und das Schöne daran ist, diese Teile haben ein ganz feines Edelstahlgehäuse. Hier Kingston eingeprägt, ne? Geprägt. Wir haben, das Schöne an dem Teil ist, man hat keine beweglichen Teile. Manche haben ja solche Schieber oder die dann immer einklappen, sobald man es irgendwo reinsteckt. Oder wir haben auch keine Kappe da, die man dann immer irgendwo liegen lässt oder verliert. Man hat auch kein kleines Ringli oder ein Löchli, wo man Länder durchfriemeln muss. Ne? Fertig. Den Stick, der wird einfach nur eingesteckt und gut ist. Und er hat hier ein schönes, großes Loch, um ihn zum Beispiel an einem Schlüsselbund anzubringen. Ne? Hier mal zum Größenvergleich. Mein ganz kleinster Schlüssel von einem ganz kleinen Schlösschen. Also das Ding ist wirklich winzig. Oder hier mal ein Victorinox Kadett. Wenn man das mal hier so drauflegt. Ne? Das ist wirklich klein. Wir können ihn ja mal schnell abmessen. Wir sprechen hier von einem Stick, der gerade mal 39 mm hat. 39 mm und 12 mm breit ist und hier gerade mal auf 4 mm kommt. Witzig kleiner Stick. Ich glaube, Gewicht ist hier eigentlich uninteressant, aber machen wir es der Vollständigkeit halber mal. Dieses Stickchen bringt 6 Gramm auf die Waage. Okay, fällt jetzt im alltäglichen EDC nicht sonderlich ins Gewicht, ne? Kannst du hier prima noch im EDC verstauen. Ne? Also das Teil macht der Kohl nicht fett. Oder bei mir wird es wahrscheinlich am Schlüsselbund anbringen. Testen wir gleich mal. Federn den mal hier durch. So, den Anfang haben wir gemacht. Da das Gehäuse aus Metall ist, dürfte das hier ein bisschen was aushalten. So. Ich finde, das Ding sieht auch noch richtig cool aus und macht einen robusten Eindruck. Mal schauen, wie sich es im Alltag verhält. Der Kingston Data Traveler SE9 in der 16 GB Ausführung. Und weil es gerade so günstig war und ich noch Bedarf habe, die halbe Family damit auszurüsten, haben wir hier gleich mal ordentlich zugeschlagen. 7,25 € mal für einen wirklich praktischer USB-Stick. Ne? Keine Teile, die man verlieren kann hier oder hin und her schieben muss und noch nicht aus Kunststoff ist. Ne? Und 16 GB. Wer will, kann sich natürlich auch in 64 GB holen. Mir reichen die 16 meistens. Okay, Leute, das war auch wieder mal ein kurzer Hardware-Tipp aus der Computerbranche. Wir sehen uns wieder hier beim Hillbilly auf dem Kanal, wenn es was Neues gibt. Und bis dahin sage ich Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Hillbilly.